Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Boss der Bossguide-Reihe für die Phase 3 im Cutter-Universum, die Feuerlande. Hier bekommt ihr einen Überblick über die wichtigsten Fähigkeiten, ob ihr auf etwas Besonderes vorbereitet sein müsst und was es sonst noch so zu beachten gibt. Außerdem machen wir am Ende des Videos nochmal einen Schwenker zum Hero-Modus bzw. der 10er-Version und den entsprechenden Änderungen dort. Wie gesagt, hier geht es eher darum, einen Überblick zu bekommen oder aber das Gedächtnis ein wenig aufzufrischen. Die gezeigten Empfehlungen und Taktiken gibt es wie immer in verschiedenen Formaten. Ich zeige hier lediglich eine Möglichkeit. Außerdem sind die Taktiken auch direkt an die heroische Variante angelehnt. Da das nun geklärt ist, ab zum letzten Boss, Ragnaros. Bei Raggi geht eine ganze Menge ab, denn er kommt auf Normal schon mit 3 Phasen daher, gepaart mit 2 zusätzlichen Zwischenphasen. Der ganze Kampf dauert eine ganze Weile und auch die Anzahl an Fähigkeiten ist insgesamt alles andere als wenig. Ich habe euch wie immer Zeitstempel unten hingepackt und dann könnt ihr euch die Phase angucken, die ihr gerade braucht. Und daher fangen wir direkt mit der Zusammenstellung an. Im 25er wollen wir 2 Tanks, um die 6 Heiler, auch wenn ihr die wahrscheinlich sehr schnell reduziert könnt und den Rest DDs. Und im 10er sind es dann 2 Tanks, 2 bis 3 Heiler und den Rest DDs. Zu Beginn der Phase 1 ist Ragnaros bekannt stationär und wir wollen uns folgendermaßen aufstellen. Die Tanks stehen mittig und die Nahkämpfer weiter links von der Plattform. Die Fernkämpfer und Heiler stehen möglichst auf Max Range. Das ist bei dem Boss relativ einfach, weil die Hitbox von ihm einfach riesengroß ist. Daher habt ihr insgesamt auch ziemlich viel Platz. Der gesamte Raid sollte möglichst so verteilt sein, dass alle Spieler 6 Meter Abstand zueinander haben. Gut, was kann er nun in Phase 1? Zuallererst müssen die Tanks dank brennende Wunde ca. alle 4 Stapel davon wechseln. Ansonsten wird dieser Effekt einfach hochgeheilt. Als nächstes haben wir die Hand von Ragnaros und den Grund, warum die Fernkämpfer auf Max Range stehen. Ca. alle 25 Sekunden macht der Boss um die 23.000 Schaden. An allen innerhalb von 55 Meter Reichweite stößt die Spieler zurück und unterbricht das Zauberwirken. Normal haben wir nicht so viel Reichweite, aber da der Boss so eine massive Hitbox hat, werdet ihr von den Fähigkeiten nicht getroffen, wenn ihr hinten steht. Alle Nahkämpfer müssen dann einfach hochgeheilt werden und wieder an den Boss. Die Tanks müssen dabei aufpassen, dass sie danach nicht zu weit weg vom Boss stehen. Denn sollte keiner in Nahkampfreichweite sein, wird der Boss Magma-Schlag wirken, was 75.000 Schaden macht und den Feuerschaden um 50% erhöht. Der Tank kann auch direkt an dem Magmasee stehen, dann bekommt er die eine oder andere Fähigkeit, die noch kommt, gar nicht mehr ab. Mit Zorn von Ragnaros haben wir nun auch den Grund, warum wir 6 Meter verteilt stehen wollen. Denn der Boss macht 45.000 Schaden auf 3 zufällige Spieler und allen in 6 Metern Reichweite. Einfach verteilt stehen und den Schaden hochheilen. 2 Sachen haben wir noch in der Phase zu beachten. Alle 30 bis 40 Sekunden haut der Boss mit Sulfuras-Schmettern vor ihm auf den Boden. Das Ganze würde 105.000 Schaden verursachen, wenn wir unter dem Hammer stehen. Daher wollen wir dort vorher raus. Zusätzlich werden 3 Lavawellen von dem Hammer ausgehen, denen wir auch ausweichen wollen, da wir sonst 75.000 Schaden erleiden und einen 5 Sekunden dort für jeweils 23.000 weiteren Schaden erhalten. Der Angriff wird ca. 2,5 Sekunden von ihm gecastet. Das entspricht dann auch unserer Reaktionszeit, um dort rauszukommen. Währenddessen sieht man an der Einschlagsposition 3 Lavapools auf den Boden. Ist damit schwierig zu übersehen. Die Lavawellen bewegen sich immer direkt in die Richtung des Hammers bzw. links und rechts davon. Ihr braucht also eigentlich nur diagonal zur Spitze des Hammers stehen. Er schlägt zwar immer in Nahkampfreichweite ein, aber wo genau ist zufällig. Und dann kommen wir zur letzten Fähigkeit hier, und zwar den Magma-Fallen. Ca. alle 25 Sekunden wirft der Boss dieser auf die Position von einem Spieler und sollte dieser dort nicht hinausrennen, bekommt der gesamte Raid 60.000 Schaden und der Spieler bzw. alle innerhalb von 8 Metern zu diesem werden sehr weit in die Luft geschleudert. Das heißt, wenn diese Falle kommt, raus da. Diese fliegt relativ langsam auf ihre Position und wird auch auf dem Boden entsprechend gekennzeichnet. Das Problem mit den Fallen ist, wir sollten sie auslösen, da sie sonst für den restlichen Kampf da bleiben. Das heißt, wir werden das kontrolliert machen. Am Ende ist das relativ einfach. Nutzt einen Magier mit Blink bzw. langsamer Fall oder einen Priester mit Levitieren, um die Fallen auszulösen, damit diese keinen Fallschaden erleiden. Theoretisch geht auch ein Krieger mit dem Sprung oder ein Druide in Katzengestalt. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Wenn euer Raid HP-mäßig voll ist und nicht gerade das nächste Schmettern kommt, löst ihr die Falle aus und halt schnell den Raid wieder voll. Der Spieler, der die Falle auslöst, nutzt dann natürlich gerade angesprochene Fähigkeiten, um den Fallschaden nicht abzubekommen. Das Ganze macht ihr dann bis 70% Boss-HP und dann startet die erste Zwischenphase. Der Boss läutet die Zwischenphase damit ein, dass er seinen Hammer an einer von 3 zufälligen Positionen in den Boden jagt und dann verschwindet. Auch das wieder in Nahkampfreichweite. In der Nähe davon wollen wir nicht stehen, da wir innerhalb von 6 Metern 70.000 Schaden die Sekunde erleiden. Hier passieren nun 2 Dinge. Zum einen verschießt er Lavablitze, die 45.000 Schaden machen und einfach hochgeheilt werden müssen. Und zum anderen beschwört er die Söhne der Flamme, die zu seinem Hammer wollen. Das wollen wir unbedingt verhindern, denn wenn das passieren sollte, bekommt pro Sohn der gesamte Raid 94.000 Schaden, was wohl spätestens beim zweiten Sohn in einem Vibe endet. Das Problem ist,
ist, dass die Söhne auf unterschiedlicher Distanz zum Hammer spawnen und es 8 Stück an der Zahl sind. Dafür ist die Spawn-Position von ihnen aber immer gleich. Aber nicht nur das, solange sie bei mindestens 50% HP sind, erhalten sie den Effekt brennendes Tempo, was sie prozentual zu ihrem Leben schneller macht. Wie töten wir diese Elementare also? Diese können geschubst und gestunt werden. Das heißt, im Idealfall teilt ihr für die jeweiligen Adds Stunts ein und teilt die DDs ein wenig auf. Auch der Todesgriff vom DK funktioniert. Außerdem werden sie ab 50% Leben auch signifikant langsamer. Da der Hammer allerdings an 3 verschiedenen Positionen landen kann und damit die Anzahl der Adds pro Seite variiert, müsst ihr entsprechend schnell reagieren und die Adds angreifen, die am nächsten zum Hammer sind. Und das ohne die weiter hinten zu ignorieren, weil sonst rennen die einfach schnell durch. Also, Söhne stunnen und zurückkicken und den Schaden so aufteilen, dass keiner der Adds an den Hammer kommt. Sofern die Adds tot sind oder aber nach 45 Sekunden, ist der Übergang vorbei und es startet Phase 2. In dieser Phase behält der Sulfuras Schmettern, den Magmaschlag und auch die Tankfähigkeit brennende Wunde. Die restlichen Fähigkeiten inklusive der nervigen Fallen macht er hier nicht mehr. Und damit kommen wir gleich zu einer von 2 Hauptfähigkeiten hier, und zwar den geschmolzenen Samen. Diese Fähigkeit kommt das erste Mal ca. 20 Sekunden nach Start von Phase 2 und dann alle 60 Sekunden. Was macht die genau? Erstmal positionieren wir uns nach der Übergangsphase komplett geknubbelt direkt am Boss und fangen an Schaden zu machen. Die Fähigkeit kündigt sich nicht mit einem Zauber an, aber man sieht, wie Kugeln aus Lava vom Rand aus auf die Kampffläche fliegen. Diese landen auf den Füßen der Spieler und machen jeweils 41.000 Schaden in einem 6 Meter Radius. Damit uns diese also nicht töten, müssen wir, wenn der CD von der Fähigkeit ausgelaufen ist, sofort an diese zweite Position hier rennen, sodass alle Kugeln gebündelt auf unserer ersten Position hängen. Sollte der Boss doch noch ein Sulfuras-Schmettern dazwischen schieben, denn es gibt Überschneidungen, wo die CDs gleich laufen, dann wartet kurz bzw. rennt schnell die 3 Meter zurück und nachdem das Schmettern durch ist, kommen direkt die Samen und ihr lauft los. Das erfordert eine akkurate Disziplin beim Laufen. Niemand darf stehen bleiben und den Zauber noch versuchen durchzukriegen. Sollte das Timing bei euch partout nicht passen, denn diese Aufstellung dient eher zur Vorbereitung auf Hero und muss einigermaßen koordiniert sein, dann könnt ihr auch die Mitte des Raumes freilassen, den Raid in 2 Teile streuselkuchenartig verteilen und immer wenn die Kugeln da sind, in die Mitte rennen. Denn diese Kugeln explodieren nach ca. 10 Sekunden für jeweils 100.000 Schaden und dieser Schaden wird mit Distanz dramatisch reduziert. Egal ob nun direkt am Boss oder aufgeteilt an den Seiten, ihr müsst euch also bewegen. Aber damit noch nicht genug, kommen aus den Kugeln auch noch geschmolzene Elementare. Die fixieren sich auf einen zufälligen Spieler und müssen weggebombt werden. Was anderes Großes können die auch nicht. Nachdem die tot sind, stellen wir uns wieder normal auf. Ich empfehle, direkt geknubbelt beim Boss zu stehen und im Idealfall einfach den Massensprint vor einem Druiden zu machen. Aber das überlasse ich euch. Eine Fähigkeit haben wir in der Phase allerdings noch, und zwar wird er auf 1/3 der Kampffläche einhüllende Flammen machen. Dies setzt das Drittel in Brand und sorgt dafür, dass alle Spieler auf dieser Fläche 52.000 Schaden die Sekunde erleiden. Sofern ihr also seht, dass es dort brennt, müsst ihr da raus. Am besten ist es, wenn ihr euch möglichst nah zwischen 2 Flächen stellt, um dann schnell rauszukommen. Die Fähigkeit macht er alle ca. 40 bis 60 Sekunden, also nicht ultra häufig, und die Flammen sind dann für 10 Sekunden da. Das Ganze macht ihr dann bis 40% und dann kommt die zweite Übergangsphase. Die gute Nachricht ist, es kommen genauso wie in der ersten Übergangsphase die Adds, die zum Hammer wollen, das heißt, hier machen wir alles wie gehabt. Die schlechte Nachricht ist, dass wir hier nun weitere Adds namens Lava-Abkömmling haben. Davon kommen insgesamt 2 Stück, eins von der linken und eins von der rechten Seite, und werden dann von den Tanks eingesammelt und ein wenig abseits getankt. Diese haben nur eine Fähigkeit, aber die ist recht nervig. Brennende Hitze ist ein Debuff, der auf Spieler gesetzt wird, und diese ziehen dann eine Feuerspur hinter sich her. Nicht nur, dass die 38.000 Schaden pro Sekunde an Spielern macht, die da drinnen stehen, nein, die Söhne werden auch noch pro Sekunde um 10% geheilt, wenn sie da durchlaufen sollten. Wenn also ein Spieler den Debuff bekommt, rennt er an den Rand der Kampffläche und verteilt die Flammen nicht überall im Raum. Das Problem ist hier nur, wenn alle Söhne tot sind oder nach 45 Sekunden, wird Raggi wieder aktiv, egal wie viel Leben die Lava-Abkömmlinge noch haben, und die haben insgesamt nicht gerade wenig. Ihr könnt hier schon Kampfrausch bzw. Heldentum ziehen, wenn ihr den Schaden benötigt. Falls nicht, macht es in Phase 3. Versucht einen der Söhne möglichst lang auf niedrigem Leben zu lassen und weiter zu stunnen bzw. zu schubsen, um dann die Lava-Abkömmlinge runterzubrennen. Es ist in Ordnung, wenn die in Phase 3 noch einen Moment stehen, aber versucht sie so gut es geht in der Übergangsphase schon zu töten. Gut, und damit sind wir in Phase 3. Welche Fähigkeiten behält der Boss? Natürlich immer noch brennende Wunde, dann den Magmaschlag und Sulfuras Schmettern. Und unglücklicherweise auch die einhüllenden Flammen. Aber immerhin gibt es hier nur noch eine zusätzliche Fähigkeit vom Boss und das ist der lebendige Meteor. Circa alle 45 Sekunden kündigt sich mit einer kleinen Flammenfläche ein Meteor an, wo wir nicht in der Nähe stehen wollen. Denn wenn wir innerhalb von 4 Metern zu so einem stehen sollten, bekommt jeder innerhalb von 8 Metern 110.000 Schaden und das ist ziemlich ungesund. Die Dinge haben leider viel zu viel Leben, als dass wir sie umhauen könnten. Und da sie sich regelmäßig auf einen zufälligen Spieler fixieren, um sich dann in diese Richtung zu bewegen, müssen wir sie kiten. Wir stehen etwas verteilt im Raum und rennen weiter vor und zurück, wenn die einhüllenden Flammen kommen bzw. das Sulfuras schmettern, um von beiden nicht getroffen zu werden. Wenn der erste Meteor
Meteor kommt, muss die fixierte Person sofort versuchen, diesen durch die Lava unter Raggi zu ziehen, natürlich ohne in die Lava zu gehen. Alle 5 Sekunden können sie durch den Entzündlich-Debuff durch Schaden einige Meter nach hinten gekickt werden. Allerdings suchen sie sich damit auch ein neues Ziel. Wir wollen den Meteor, wie gesagt, möglichst zu Raggi schubsen, damit, wenn der nächste fixiert wird, der Spieler einfach nur nach links oder rechts laufen muss und der restliche Raid nichts von dem Meteor mitbekommt. Das heißt, wir machen alle 5 Sekunden Schaden, um den Meteor möglichst in die Mitte zu bekommen, und die verfolgten Spieler gehen im Idealfall einfach zum Rand. Ihr müsst nicht alle 5 Sekunden schubsen. Wenn der Meteor in einer guten Position ist, könnt ihr ihn durchaus eine Weile weiterkiten. Passt nur auf, dass dieser nicht durch den Raid geht, und behaltet den einhüllenden Flammen-CD im Auge, damit ihr nicht davon überrascht werdet. Es spawnen über die Zeit auch immer mehr davon, weshalb diese Phase nicht zu lang gehen darf. Im Idealfall habt ihr Kampfrausch bzw. Heldentum nicht in der zweiten Übergangsphase gezogen und könnt das nun hierfür nutzen. Das Ganze macht ihr dann bis 10% und dann ist auch der Endboss aus diesem Raid Geschichte. Wie sieht das Ganze nun auf Hero aus? Die ganze Sache wird hier noch komplexer und der Kampf ist sehr praxislastig, da ihr jeder der Phasen ohne wirkliche Fehler spielen müsst. Aber damit ihr wisst, worauf ihr euch ungefähr einlasst, hier die Änderungen. Zuallererst sollte hier mit maximal 4 bis 5 Heilern gespielt werden, da ihr sonst die DPS-Checks wahrscheinlich nicht schaffen werdet. Aber das war es dann auch schon mit den Änderungen zur Aufstellung. Dann zu Phase 1. Das ist recht überschaubar, da es nur eine Änderung gibt. Und zwar bekommt der Raid nach dem Auslösen von einer Magma-Falle den Debuff verletzlich für Magma-Fallen, der den Schaden solcher 45 Sekunden lang um 50% erhöht. Das ändert nichts an unserer Aufstellung, aber das heißt, ihr könnt diese nur alle 45 Sekunden auslösen und werdet damit eine Falle mit in Phase 2 nehmen müssen. In Phase 2 gibt es Momente, die recht ruhig sind, da alle seine Fähigkeiten auf CD sind. In der ersten Übergangsphase gibt es einen signifikanten Unterschied. Und zwar können die Söhne nun so ziemlich überall auf der Plattform erscheinen. Das heißt theoretisch auch recht nah am Hammer. Ihr könnt zwar versuchen, DDs für die Richtungen der Plattform einzuteilen, aber hier ist jeder ein wenig selbst gefragt. Zieht die Elementare mit dem Todesgriff von den DKs nach hinten, stunt bzw. schubst sie und sorgt dafür, dass sie nicht zum Hammer kommen. Dann zu Phase 2. Hier solltet ihr nun die eingangs erwähnte Variante der Aufstellung nutzen. Und zwar alle geknubbelt an einer Stelle beim Boss. Ansonsten ändern sich zwei Sachen. Erstmal wird die Fähigkeit einhüllende Flammen zu Welt in Flammen und das heißt, dass er nicht mehr nur ein Drittel der Kampffläche in Feuer hüllt, sondern wenn die Fähigkeit startet, alle 3 Sekunden ein zufälliges Drittel. Das heißt, die Fähigkeit startet, ihr seht, wo das erste Feuer kommt und bewegt euch. Dann seht ihr, wo das zweite kommen wird und bewegt euch wieder. Dann das dritte und dann das vierte. Nach 4-mal Flammen ist die Fähigkeit wieder vorbei und auf CD. Keine große Änderung, aber mehr Bewegung. Da wir am Boss stehen, brauchen wir bei dieser Fähigkeit nur auf die Fläche direkt bei Raggi und in der Mitte achten und können einfach immer 3 Schritte vor bzw. zurück machen, bis die Fähigkeit durch ist. Die geschmolzenen Samen funktionieren noch genauso, nur dass sich die Adds nun durch geschmolzene Kraft gegenseitig um jeweils 25% Schaden buffen und immun gegen Verlangsamungs- bzw. Betäubungseffekte sind. Das heißt, die Samen kommen, wir bewegen uns auf die andere Seite, die Dinger gehen hoch und wir werfen da alles an Fernkampfschaden rein, den wir haben. Die Elemente müssen sterben, bis sie beim Raid sind, ansonsten hauen die Leute einfach um. Solltet ihr ein wenig mehr Zeit benötigen, könnt ihr ein paar Meter weiter von den Samen weggehen, um mehr Abstand zu gewinnen. Aber die Elementare müssen sehr schnell sterben. Ansonsten bleibt es wie gehabt. Und dann sind wir in der zweiten Übergangsphase. Und diese bleibt wie auf normal, außer dass auch hier die Söhne zufällig erscheinen. Die Lava-Abkömmlinge solltet ihr ohne Kampfrausch oder Heldentum auf ca. 20 bis 25% bekommen. Den Rest klieft ihr dann zu Beginn der Phase 3 weg. Gut, Phase 3. Auch hier haben wir Welt in Flammen statt einhüllende Flammen. Wir müssen uns also mehrfach dabei bewegen. Ansonsten bleibt diese Phase unverändert, ist allerdings ein DPS-Check. Ihr dürft nur 2 Meteore bekommen. Den dritten Spawn, der dann 2 weitere bringen würde, also insgesamt 4, könnt ihr euch nicht leisten. Daher wie gehabt die Phase 3 spielen, nur mit Kampfrausch bzw. Heldentum und mit ordentlich DPS auf dem Boss. Und dann kommen wir zum interessantesten Part der Phase 4. Wo Raggi hier auf normal einfach untergetaucht ist, heilt er sich bei 10% hier wieder hoch auf 50% und bekommt nochmal ganz neue Fähigkeiten. Also, zuallererst startet ein kleines RP-Event, das unter anderem die Meteore kurzzeitig einfriert. Da der Platz unter dem Boss auch zufriert, wir uns da nun also bewegen können, sollten die Meteore kurz vor 10% des Bosses an den Rand der Kampffläche gezogen werden und nicht mehr in die Mitte und dann während des RP-Events möglichst weit an den Rand gekickt. Das Einfrieren von denen hält ca. 10 Sekunden. Danach müssen sie aber weiterhin gekitet werden. Wir positionieren den Raid dort, wo gerade noch der Boss stand und die Meteore werden langsam zu uns aufschließen. Kickt sie also einfach so häufig
häufig, es geht nach hinten, um das möglichst lang hinauszuzögern. Und dann haben wir verschiedene Fähigkeiten vom Boss, die wir mit verbündeten NPCs kontern müssen. Als erstes haben wir Sulphoras mit Macht erfüllen. Diese Fähigkeit sorgt dafür, dass der Raid gewiped wird, wenn der Boss nach seinem 5 Sekunden Cast auf irgendjemanden einen Nahkampfangriff macht. Diese Verzauberung seiner Waffe hält 10 Sekunden und wir bekommen gerade rechtzeitig vorher eine große grün leuchtende Fläche auf dem Boden, die den Boss für 10 Sekunden stunt und ihm 50% mehr Schaden für die Zeit erleiden lässt. Wenn er also diese Fähigkeit einsetzt, rennt der Tank hinter diese grüne Fläche, so dass der Boss dort durchlaufen muss und ihr seid safe. Anschließend kommt er wieder zurück zum Raid. Dann haben wir zu Beginn der Phase eine Wolkenbruchfläche, die sich 3 Spieler abholen müssen, um den Regenguss-Buff zu erhalten. Der Boss wird anfänglich 45 Sekunden und dann mit jedem Mal schneller Schreckenslohe machen, was die Spieler, die dort drinne stehen, pro Sekunde 50.000 Schaden zufügt und einen Dot hinterlässt, der für 30 Sekunden nochmal 3.500 Schaden macht. Zusätzlich breitet sich das Feuer auch langsam aus, wenn ihr es nicht löschen würdet. Die 3 Spieler mit dem Buff, die ihr vorher bestimmen solltet und möglichst viele Fähigkeiten haben, die ihre Geschwindigkeit erhöhen, haben für diese Phase primär die Aufgabe, über diese Flammen zu rennen und sie damit zu entfernen. Umso länger der Kampf dauert, umso wahrscheinlicher ist es, dass ihr irgendwann von den Flammen überrannt werdet. Daher muss das Feuer schnell und präzise entfernt werden. Das hier dient auch als Soft Enrage, weil wie gesagt, er macht diese Fähigkeit immer schneller. Und dann kommen wir zur letzten Fähigkeit, und zwar super erhitzt. Das sorgt für 6000 Schaden pro Sekunde für jeden im Raid und hinterlässt einen stapelbaren Effekt, der den Schaden von der Fähigkeit nochmal um jeweils 10% erhöht. Würde uns also zeitnah umhauen. Um das zu verhindern, wird ca. 15 Sekunden nach Start von Phase 4 und dann alle 45 Sekunden eine Umarmung des Frostes auf den Boden geworfen. Nicht zu übersehen durch das weiß-blaue Leuchten. Solange wir dort drin stehen, sind wir vor super erhitzt geschützt. Wir wollen also möglichst immer zusammen im Raid in so einer Fläche stehen, um unnötigen Schaden zu vermeiden. Die 3 Leute, die den Regenguss-Buff haben, um die Flammen auszumachen, sind ebenfalls immun dagegen. So eine Fläche kommt ca. alle 105 Sekunden und die schützt uns nicht nur vor dem AOE-Schaden, sondern mit denen können wir auch die 2 verbliebenen Meteore umhauen. Sobald die zweite Fläche da ist, positioniert sich der Raid in diese Richtung und der gerade aktive Kiter muss möglichst zeitgleich den Meteor durch die erste Fläche ziehen. Dann wird er zu einem Eisblock und er leidet massiv viel Schaden durch unsere Angriffe und muss fix umgehauen werden. Dann machen wir das nochmal, wenn die nächste Umarmung des Frostes erscheint, also wir wieder 2 haben und wir sind die Meteore endlich los. Und wenn euch das Feuer von Ragnaros nicht verschlungen hat, dann habt ihr den letzten und einer der für mich interessantesten Bosse hier besiegt. Haben wir nun noch Änderungen im 10er? Das ist ziemlich überschaubar, aber einmal im Schnelldurchlauf. Zorn von Ragnaros trifft nur einen Spieler statt 3. Auch im 10er sind es 8 Söhne von Ragnaros in den Übergangsphasen. Das heißt, hier müsst ihr bei so wenig Spielern besonders aufpassen, dass diese nicht durchrennen und möglichst gut CC nutzen. Und im Hero-Modus bekommt nur ein Spieler den Regenguss-Buff in der letzten Phase statt 3. Okay, damit haben wir den letzten Boss von den Feuerlanden durch. Ich hoffe, ich konnte eine Auffrischung für den Boss geben und ihr könnt nun voll in die dritte Phase von Kata starten. Und für alle, die noch mehr sehen wollen, alle Bosse der Phase haben von mir einen Guide erhalten. Würde mich freuen, wenn ihr erneut einschaltet. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß und Erfolg noch bei den Raid-Bossen und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Video.